Es ging einfach schlicht um einen Fakt. Da ist was passiert. Da ist eine Sauerei passiert. Da ist gespitzelt worden, da ist verraten worden, da ist betrogen worden. Es endete ja zum Schluss in der Meineid von Barschel. Herr Böhme, was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie diesen Fall hören? Was kommt Ihnen da als erstes an Erinnerung hoch? An Erinnerung kommt mir hoch, dass da etwas passiert ist, was man ums Verrecken nicht für möglich gehalten hat. Das ist ein Fall, ein deutscher Politiker, ein Ministerpräsident, zu der Zeit war man vielleicht noch höriger, was Ministerpräsidenten anbelangt. Inzwischen haben wir ja eine Menge gehabt, belügt das sein Publikum. Einfach. Erstens, er stellt einem Konkurrenten nach, lässt ihn bespitzeln, bis hin zur Vortäuschung einer eingebauten Wanze in seinem Apparat, was er dem wieder vorhalten sollte, dem Engholm, und hat sich nichts bei gedacht. Ein ehrgeiziger Mensch, der seinen Ehrgeiz über alles gesetzt hat, der Barschel. Welche Bedeutung hat die ganze Geschichte denn für den Spiegel gehabt? Der Spiegel ist ja überrollt und überrascht worden von der ganzen Affäre. Die hat sich ja nicht über lange Hand öffentlich ausgebreitet und angebahnt. Das war eine große Überraschung. Und ich war ja zu der Zeit Chefredakteur da. Ich saß auch basserstaunt mit offenem Maul da. Und es wickelte sich ja ab innerhalb einer halben Woche. Ja? Kaum Zeit. Wir haben ausreichend gegenrecherchiert, ja, aber kaum Zeit, sich in Gedanken zu machen, was geht da eigentlich vor, ja, wer führt dich an der Nase entlang? Das war ein Tiefpunkt der deutschen Politik. Wieso? Es ist zwar nur in der Provinz passiert, nicht? Kiel ist halt nicht der Nabel Deutschlands gewesen, aber ein leibhaftiger Ministerpräsident lügt, betrügt, gibt Ehrenworte, die keine Ehrenworte sind. Und das ist etwas, was für uns eigentlich ziemlich neu war. Sie können sich vorstellen, ich hatte da auch nasse Hände. Denn wenn man jemanden beschuldigt, muss es ja hieb- und stichfest sein. Und wenn der dann dahergeht und sozusagen in einer riesen Pressekonferenz sein Ehrenwort verpfändet, dass alles nicht so ist, dann wird ihnen etwas komisch. Haben Sie Uwe Barschel eigentlich mal kennengelernt? Ja. Wie erschien er Ihnen? Ein sehr arroganter, selbstbewusster Mann. Das ist so die typische Karriere eines Einzelexaminanten, der dann studiert hat und wieder Prädikatsexamen gemacht hat und dem eigentlich nie was quer gelaufen ist. Und ziemlich rasch und mit Ellenbogen hochgestiegen in der CDU. Dann Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, noch relativ jung, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er zu der Zeit war, als er Ministerpräsident wurde, der nie erlebt hat, dass ihm mal irgendwas auf die Nase gefallen ist. Im Gegensatz beispielsweise zu diesem Vollblutpolitiker Strauß. Der hat schon früh in seiner Karriere immer mal eine reingekriegt. Der wusste, wie weit er gehen kann, was er sich erlauben kann und was nicht. Und Barschel hat gedacht, er kann sich alles erlauben, auf seinem Weg zum Avancement, zu höherem. Ich denke, der wollte Kanzler werden. Bei diesem Weg, bei diesem schnellen Weg nach oben, ist da die Persönlichkeit mitgereift oder zurückgeblieben? Und überhaupt nicht. Die ist echt zurückgeblieben. Sein Ehrgeiz hat den Reifeprozess überlagert. Kann man einfach nur so sagen. Und so überlagert, dass nicht nur den Reifeprozess, sondern auch das ethische Fundament, ja? Nichts mehr galt. Nur nach vorne, nur nach oben. In dieser Kluft zwischen schnellem Aufstieg und unreifer Persönlichkeit liegt da die Ursache für die seltsamen Verhaltensweisen, die er ausgebildet hat. Also ich sag mal, diese Überheblichkeit, die Medikamentenabhängigkeit. Genau das. Er hat alles, was er tat, alles, was er dachte, alles, was er sagte, untergeordnet, seinem Aufstieg, seinem Avancement. Liegt da die Ursache für ein Doppelleben, kann man das so sagen? Puh, ich habe mit seiner Frau darüber nicht gesprochen. Es muss ja da ein Doppelleben gegeben haben. Der kann nicht zu Hause auch
immer nur aufgestiegen sein. Aber was er nach außen zeigte, war eine ziemlich einspurige Veranlagung. Dieser überschwängliche Ehrgeiz, ist das der Kern seiner Persönlichkeit? Ja, das ist der Kern seiner Persönlichkeit. Ehrgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz. Er war deshalb auch sehr hochfahrend, wenn man sich mit ihm unterhielt. Man hatte immer das Gefühl, er erwartet, dass man aufschaut zu ihm. Immer hochschauen. Und war das ja noch nicht so doll, ein Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Inzwischen kriegen wir ja in Deutschland einen Sack voll Ministerpräsidenten. Dieser schwungvolle Ehrgeiz. Und dann erwächst ihm ein Konkurrent, auch jung, attraktiv, kommt an bei den Frauen, Björn Engholm. Ist das der Schlüssel zu den Aktionen aus der Staatskanzlei? Die Gegenperson, der Engholm, ist ja nicht nur attraktiv und kommt gut an bei den Frauen, sondern zumindest vermittelt er den Eindruck eines Menschen, dessen ethisches Skelett in Ordnung ist. Ja? Der ein ordentlicher Mann ist, der keine Fliege erschlägt. Ja? Und der Gegensatz, ich weiß nicht, ob in Engholm auch etwas tickt, was, wenn einer Politiker wird, ist ein Stück seiner Ethik schon bach abgegangen. Das ist halt so. Aber es bleibt was übrig. Und er war halt die schiere Gegenfigur. Wann haben Sie denn zum ersten Mal von diesen Aktionen aus der Staatskanzlei gehört? Ja, das klingt nicht gut für mich, aber es war so. Eigentlich hätte ich aufmerken müssen, eine Woche vor unserer Veröffentlichung, eine Woche vor dem Wahltermin in Schleswig-Holstein, in den wir hineingeprescht sind mit der Spiegeltitelgeschichte über Barschel und seine schmutzigen Tricks. Eine Woche davor hätte ich schon aufmerksam werden müssen. Da hatten wir im Spiegel eine kleine Meldung, die das Thema schon anriss, dass da der Ministerpräsident mit unsauberen Mitteln gegen seinen Kontrahenten, der war zu der Zeit der Gegenkandidat bei der Landtagswahl, antritt. Na gut, man hat diese Meldung sein lassen. Und dann eine halbe Woche vor unserer Veröffentlichung ist es mir auf den Schreibtisch gekommen. Es gibt einen, der verrät alle Tricks von Barschel, der hat ihn beraten, der hat ihn natürlich auch wie ein kleiner Mephisto begleitet in diese eigenartige Affäre hinein. Der sitzt im Spiegel, ich sage jetzt mal bei uns im Spiegel, wo ist er denn? Im Haus. Ich habe ihn nie gesehen. Das heißt, unbewusst habe ich ihn mal gesehen. Er ging unten zur Glastür rein und ich raus und wusste aber nicht, dass es ist. Dann sagte mir ein Kollege, das war der. Ja. Bei uns hört man von Kollegen, die dabei waren, die SPD sei zunächst einmal zum Norddeutschen Rundfunk gegangen mit der Geschichte. Und er hätte kalte Füße bekommen und dann sei die SPD zum Spiegel. Können Sie sich das vorstellen? Sag ich doch, natürlich. Wir hatten uns ja überlegt, das vorher als Meldung herauszugeben. Und da war unsere Überlegung, wenn du das an den Norddeutschen Rundfunk gibst, das sind zu viele Bedenkenträger. Die tragen und tragen und tragen ihre Bedenken von einem Flur auf den anderen. Nicht? Also, dass da was zu holen war, glaube ich auch nicht. Und dann sind sie logischerweise zum Spiegel gelaufen. Es war ja nun so, dass man, das hat der zweite Untersuchungsausschuss ja gezeigt, die SPD schon Mitte des Jahres Bescheid wusste. Mhm. Strittig ist, ob im Frühjahr oder im Sommer. Ja. Es gab SPD-Feste im Sommer, da wurde darüber schon gemunkelt. Es gab das Ehepaar Jensen, der Mensch von der Kunsthalle, die haben auch was gehört. Es gab die Wahlkreismitarbeiterin von Ute Erzig-Grabe. Alle hatten in Kiel schon mal was gehört. Mhm. Und ausgerechnet der Erkel, der wird es nicht ein Vierteljahr vorher gewusst haben. Wenn Sie ihn fragen. Das ist sein Gewissen, mit dem er spazieren geht. Haben Sie Pfeiffer mal kennengelernt? Nein. Nie? Ich habe ihn unbewusst gesehen. Er ging in den Spiegel rein und ich ging aus dem Spiegel raus. Ich wusste aber nicht, wer da reinkommt. Es ist mir nachher gesagt worden, weißt du, wem du da begegnet bist? Unserem Hauptinformanten. Ja. Hat der Spiegel damals eigentlich mal geguckt, was das für einer ist? Meine Pfeiffer war immerhin schon zu seiner Bremer Zeit wegen Verleumdung vorbestraft. Ja, natürlich. Wir mussten innerhalb einer Woche, gehen wir mal davon aus, die Story gegenrecherchieren, aber auch recherchieren, was ist das für einer. Bei Barschel muss man nicht lange recherchieren, da wussten wir, was das für einer ist. Ja? Aber es ist nichts gegenrecherchiert,
also es ist nichts nicht gegenrecherchiert in den Spiegel gekommen. Haben Sie denn in Ihre Überlegungen einbezogen, dass er Pfeiffer in Bremen vorbestraft war, dass er beispielsweise auch sein Abiturszeugnis gefälscht hat? Weiß ich nicht, ob wir das zu der Zeit gewusst haben. Das weiß ich nicht. Aber die Sache mit der Vorstrafe? Ja, Nachtisch. Okay, entweder das stimmt, was er sagt, oder das stimmt nicht. Also, er hat der Barschel hat den Engholm bespitzeln lassen. Er hat das Finanzministerium und das Finanzamt auf den Weg gebracht, um festzustellen, ob der Steuern hinterzogen hat. Es ist ihm nachrecherchiert worden, ob er fremd geht, ob er homosexuell ist, ob er AIDS-Träger ist. Er wurde ja sogar am Telefon durch Anrufe verleumdet, er habe wohl AIDS, sodass dass der Engholm selber zum Arzt gelaufen ist und sagt, was habe ich denn? Und er hatte nichts. Ja. Dieses war ja alles zu recherchieren. Das ist ja nichts Geheimnisvolles. Die Sache mit der Wanze war, also ich muss sie nicht ganz erzählen, nicht? Der Barschel hat den Engholm reinlegen wollen, indem er Auftrag gab, eine Wanze für sein Telefon zu besorgen, um dann zu sagen, der Engholm habe ihm diese Wanze setzen lassen. Dies war alles ja nachzurecherchieren. Es war ja eingeschaltet für den Barschel ein Detektivbüro. Die konnten mir alle fragen. Das war ja keine Kunst. Und bis zu dem Freitag vor der Veröffentlichung lief natürlich der Apparat des Spiegel, wenn es sowas gibt, auf Hochtouren. Diese ersten drei Pfeiffer-Barschel-Aktionen, ja. AIDS, Steueranzeige und das dritte Ding da, wie konnten Sie das denn nachrecherchieren, wenn Pfeiffer die einzige Quelle dafür war? Wo war die zweite Quelle? Müssen Sie den Korrespondenten fragen. Ja? Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Ärmel nicht schütteln. Es ist doch keine Kunst, rauszukriegen. Es gibt doch irgendeinen im Finanzamt, im Finanzministerium, der nicht sagt, ja, da war so eine Frage nach der Einkommensteuererklärung von Herrn Engholm. Der Arzt war ja fragbar, zu dem der Engholm hingerannt ist, um feststellen zu lassen, ob er AIDS hat. Jetzt läuft dann einer einfach zum Arzt und sagt, guck doch mal, ich habe AIDS. Also dieses ist recherchierbar gewesen. Welche Rolle spielte denn Klaus Nilius in dem Deal? War das sozusagen der Kuppler zwischen Pfeiffer und dem Spiegel? Oder der hat ihn angebracht, ja. Soweit ich weiß, ich will mal vorsichtig sein, vielleicht hat noch ein anderer an ihm geschleppt oder es kommt noch ein anderer her und will sein Erstgeburtsrecht einklagen, von mir aus. Soweit wie ich weiß, hat der Nilius den Pfeiffer angebracht. Da ist einer, der hat zusammengearbeitet mit Barschel und der Barschel hat schmutzige Tricks gegen Engholm in die Wege gesetzt. Da haben die natürlich gesagt, dann schafft ihn mal bei. Und dann wurde er angehört und dann liefen meine Kollegen los, rauszukriegen, gegenzuchecken, war da was. Der Pfeiffer hat ja was bekommen vom Spiegel. Wann kam dem Geld ins Spiel? Wissen Sie, das war ja alles, Sie müssen sich das vorstellen, dass es in einer halben Woche vor sich ging. Und der Pfeiffer fragte an, was kriege ich dafür? Da habe ich gesagt, der kriegt überhaupt nichts. Wir ersetzen ihm Anwaltskosten, die er hat. Er hatte ja dann einen sehr renommierten Anwalt in Hamburg genommen. Und zweitens, Kosten, die ihm entstehen aus einem Verfahren, was gegen ihn läuft. Und sein Rausschmiss, ja, das hat ja alles Kosten gemacht. Die wollen wir übernehmen, das ist keine Frage. Wenn wir von jemandem etwas veröffentlichen und der gerät dadurch in finanzielle Nachteile, dann ersetzte das der Spiegel, das tut er auch heute noch. Aber es gab kein Honorar oder ein Erfolgshonorar oder was auch immer. Der Erstinformant war Nilius und Nilius schleppte Pfeiffer an und das war die Hauptquelle des Spiegel. Das war die Hauptquelle. Und deswegen hat Ihnen damals Theo Sommer vorgeworfen, das sei eine schüttere Quellenlage. Ja, dann lass ihn mal gut. Theo hat noch mehr Fehler in seinem Leben gemacht.
Ja, der hat ja so viele Fehler gemacht, dass er sogar meinen Herausgeber angestiftet hat, mit ihm ein Interview zu machen. Und Augstein hat sich nachher bei mir entschuldigt und hat gesagt, du, das musste ich vorsichtshalber machen, damit der Spiegel nicht Schaden nimmt. Da sage ich, das hättest du mich mal eher fragen sollen. Denn er hat das Interview ungefragt gemacht. Das war ein Riss zwischen Augstein und mir, aber den haben wir nachher wieder zugeheilt. Wenn Sie das rückschauend mal betrachten, diesen ganzen Vorgang der Herstellung von Öffentlichkeit, den der Spiegel da angetrieben hat, würden Sie sagen, der Spiegel hatte Äquidistanz, gleiche Distanz zu allen Akteuren in Kiel? Oder stand er nicht doch näher bei der SPD? Das ist ja nicht eine Frage des Stehens. Wenn wir rausgekriegt hätten, die Sozis hätten eine große Sauerei gemacht, hätten wir das genauso veröffentlicht. Wir haben die Neue Heimat veröffentlicht. Wir haben Brands Denkmal bröckeln lassen. Also der Spiegel war kein SPD, ist und war und ist kein SPD-Blatt. Da muss ich sagen, die Distanz ist gleichermaßen. Nur wenn Sie merken, der eine ist ein Schurke, ja, dann haben Sie ja doch wohl eher den im Auge als einen anderen, der Ihnen hilft, die Schurkerei zu entdecken. Aber der Spiegel hat das Meinungsklima geprägt, das kann man sagen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Wenn man zu der Meinung kommt, das sind Schurkereien passiert und die kommen an die Öffentlichkeit und der Schurke wird dann nicht das, was er werden wollte oder erreicht sein Ziel nicht, dann kann der Journalist sich auf die Schulter klopfen, da braucht er kein Bundesverdienstkreuz für. Hat der Spiegel auch damit die Ergebnisse des ersten Untersuchungsausschusses geprägt und vorgegeben? Ich schließe das nicht aus, ja. War das Kampagnenjournalismus? Wo soll denn die Kampagne gewesen sein? Die Kampagne hat also dann insgesamt 4 Tage gedauert. Das ist doch keine Kampagne. Eine Kampagne ist, wenn ich hinter einem hergehe. Ich schließe nicht aus, dass der Spiegel in seinen Urzeiten, in seiner Auseinandersetzung mit Strauß, manchmal übertrieben hat. Und es könnte einer, der das objektiv beurteilen will, Kampagnenjournalismus nennen. Aber es ist doch nicht eine regelrechte Jagd gegen Barschel gewesen. Es ist eine einmalige Enthüllung gewesen. Das hat ja auch gereicht. Wenn ich mir mal vor Augen führe, dass dem Barschel zu dem Zeitpunkt gerichtsfest wenig nachgewiesen werden konnte, kann man dann sagen, dass der Spiegel publizistischen Erfolg gesucht hat auf Kosten der Seriosität? Nö, ich halte es für seriös, was wir gemacht haben. Also ihr kriegt mich da nicht von runter. Also kann ich doch nicht auf Kosten der Seriosität was gemacht haben. Es war Journalismus. Und wenn Sie wollen, dass ich mich hier selbst beweihräuchere, dann kann ich nur sagen, es war Journalismus at its best. Welche Rolle hat denn die SPD gespielt? Ha, die waren natürlich die Begünstigten. Dass die nicht den Barschel geschützt haben, kann man ja verstehen. Dass die uns in die Richtung gestoßen haben, kann man ja verstehen. Dass sie uns den Pfeifer angeliefert haben, kann man ja verstehen. Dem kann ich nicht böse sein. Also schon deshalb nicht, weil wir ja das Ding enthüllt haben dann. Heißt das, die SPD hat den Spiegel instrumentalisiert? Nein. Wieso nicht? Instrumentalisiert würde ja bedeuten, sie hätten uns zu einem Werkzeug in der parteipolitischen Auseinandersetzung im Kampf um die Ministerpräsidentschaft in Schleswig-Holstein gemacht. Das war doch nicht so. Es ging einfach schlicht um einen Fakt. Da ist was passiert. Da ist eine Sauerei passiert. Da ist gespitzelt worden, da ist verraten worden, da ist betrogen worden. Es endete ja zum Schluss in der Meineid von Barschel. Ja? Dies ist weder eine Kampagne noch eine Instrumentalisierung dessen, der das an die Glocke hängt. Es wäre ja immerhin möglich gewesen, dass Nilius und Pfeiffer sich die ganze Chose gemeinsam ausgedacht haben. Ist das auch überprüft worden? Das ist selbstverständlich. Also wenn ich sage, wir hatten den Topf und haben den Deckel zu recherchiert und haben ihn draufgesetzt, hat gepasst, dann kann man davon ausgehen und sollte auch davon ausgehen. Und ich bitte darum, das nun ehrlich zu prüfen, ja, davon ausgehen, dass wir es so recherchiert haben, dass wir das verantworten konnten. Dass ich dabei nasse Hände gehabt habe, ist doch gar keine Frage. Gehen Sie mal her, beschuldigen mal einen und wissen, es stimmt alles und der geht her und gibt einen Ehrenort.
an dem Tag, das war ja 8 Tage nach der Veröffentlichung des Ehrenwort, nicht 8 Tage, sondern 5 Tage nach der Veröffentlichung in einer großen Pressekonferenz in Kiel, habe ich das mitgeguckt am Fernsehen und habe gesagt, sofort, geht her, recherchiert noch einmal alles nach. Und wenn wir nachträglich auf die Fresse fallen, dann werden wir uns selber aufhängen. Ich nehme auch an, der Spiegel hätte mich rausgeschmissen. Jahre später stellt sich raus, Engholm hat doch früher von Pfeifers Aktionen gewusst. Was meinen Sie denn persönlich? Ab wann wusste Engholm Bescheid? Ich habe darüber nicht mit ihm gesprochen. Ich kann es nicht sagen. Ich würde es ihm aber auch nicht für übel nehmen, wenn er es gewusst hätte und nicht an die große Glocke gehängt hätte. Ja? Er kann doch nicht sagen, da treibt einer was gegen mich. Da steht man sehr dumm da. Herr Böhme, und wenige Tage später ein Toter in Genf. War es Mord oder Selbstmord? Hier fragen Sie mich was Leichtes. Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt mit meiner Frau, mit meiner damaligen Frau zusammen. Wir fahren auf der Rückfahrt, wir waren mit dem Auto von Hamburg nach Frankfurt gefahren und haben im Radio gehört, mir ist beinahe das Steuer aus der Hand gefallen, Baschel habe sich umgebracht. Ich kenne die Story nun genau von dem Kollegen, der später Spiegelredakteur geworden ist, der in das Zimmer des Hotels Bourivage gegangen ist und den Baschel tot in der Badewanne gefunden hat. Das ist alles, was wir wissen. Der lag tot da, der Arzt hat gesagt, er hat sich vergiftet. In seinem Bauch fand man die Barbiturate, mit denen er sich ins Jenseits gebracht hat. Sich so umzubringen ist eine üblich kann ich nicht sagen, sonst würden sich ja noch mehr Leute umbringen, von diesem Verein, von Herrn Attrott, der für humanes Sterben. Die haben in ihrer Schrift ja einen empfehlenswerten Gang in den Tod benannt. Der ist genau das. Hätte Knauer wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden müssen? Der wurde schon tot. Als der Knauer das Hotelzimmer des Baschel in dem Hotel Bourivage in Genf betrat, ja, lag ja Baschel längst tot in der Badewanne. Der war da mit dem Kopf unter Wasser. Und nachträglich wurde ja auch festgestellt, dass er schon Stunden in seinem Badewasser lag. Und Knauer hat ihn wieder hochgezogen, oder? Wie? Der hat ihn gar nicht angefasst, soweit wie ich weiß. Knauer ist rein, hat immer gerufen, hallo, hallo, ist da wer? Er war ja verabredet mit Herrn Baschel zum Frühstück am nächsten Morgen. Und er ist ja morgens erst hingekommen. Also, wollen wir sagen, erstens, Knauer hat niemanden ermordet. Zweitens, Knauer hätte den Baschel, mit dem er ja verabredet war, doch aus dem Wasser gezogen, wenn er gemerkt hätte, der lebt noch. Denn er wollte ja ein Interview mit ihm machen. Ein Journalist kann mit der Leiche wenig anfangen. Ja, er kann sie fotografieren, das ist auch alles. Der Knauer hatte damals einen unterschriftsreifen Vertrag mit der Zeit und Theo Sommer hat ihn im Anschluss an diese Aktion wieder gelöst. War das richtig oder falsch? Der Theo Sommer kann doch machen, was er will. Der Theo Sommer hat gemeint, wir hätten Glück gehabt und weiß der Kuckuck was alles. Der Theo Sommer kann einstellen und wieder rausschmeißen, wenn er lustig ist. Das muss er verantworten. Das kann ich nicht beurteilen. Der Knauer ist später dann zum Spiegel gekommen. Die Pannen am Tatort. Absicht oder Schlamperei? Was meinen Sie? Das war wohl eine junge Frau der Staatsanwaltschaft in Genf. Frau Nadin. So mag sie geheißen haben. Das weiß ich nicht. Die hat sicher geschlampt, aber dass sie mit Absicht was gemacht hätte. Dann müsste also wieder Herr Engholm und Herr Nelius gesagt haben, gibt der Staatsanwältin in Genf Geld, damit sie schlampig ist. Ach, das sind alles meines Erachtens Märchen. Damals hat der damals noch sowjetische Botschafter in der Schweiz gesagt, ein deutscher Ministerpräsident tot in einer Badewanne in Genf, das findet ihr nie raus. Wie bewerten Sie das? Naja, die Russen sind ja Spezialisten auf dem Gebiet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er wird seine Erfahrungen haben. Wir hatten vorhin über ein mögliches Doppelleben gesprochen. Könnten Sie sich vorstellen, dass daraus ein Motiv für eine Gewalttat erwächst? Ich will es nochmal wiederholen. Ich bin fest davon überzeugt, Herr Baschel hat kein Doppelleben gelebt. Er hat
ein schnurgerades Leben seiner Karriere wegen geführt. Und er hat es auch nicht bemäntelt, sondern er hat es ja offen herausgucken lassen, wohin er will und was er will. Alles andere, dass er in Waffengeschäfte heimlich verwickelt war, dass er mit der DDR krumme Geschäfte oder politische Gespräche geführt hat, hätte er sowas gemacht, Barschel hätte es immer an die große Glocke gehängt. Denn Barschel war einer, der hat sich geschmückt mit dem, was er wollte und mit dem, was er erreicht hat. Für den Tod in Genf heißt es aber, alles deutet auf Selbstmord hin. Ja, und wenn für einen, der so gepolt ist, die Welt total zusammenbricht, wenn er merkt, mit den Meineiden bist du über das Ziel hinausgeschossen, aus dieser Sache kommst du nie wieder raus. Und du musst in 2 Tagen, das war ja so, vor dem Untersuchungsausschuss in Kiel für all den Quatsch gerade stehen, dann kann ich mir vorstellen, dass einer, der so gepolt ist und hat kein Doppelleben und kein Agentenleben geführt hat, dass der nicht mehr weiter weiß. Gut, man kann nachher sagen, ja gut, hättest du die Hosen runtergelassen, wärst irgendwo, der wäre nicht mehr Anwalt geworden, er wäre nicht mehr zugelassen worden. Ja? Also der hat sich sozusagen seine Einbahnstraße von hinten her so verrammelt, da konnte er auch gegen die Verkehrszeichen nicht wieder rauskommen. Da war für einen Menschen, der so gepolt ist, ist geradezu selbstverständlich, dass er sich eskamotiert. Wenn Sie sich die Spiegelberichterstattung der Folgejahre mal ansehen, gab es da irgendwann mal einen Paradigmenwechsel in diesem Punkt? Ich höre immer wieder, Aust tendiere zur Mordtheorie. Ah ja, Aust hat ganz gern so ein bisschen, Aust hat ein Faible für Agentenwesen, für Doppelbütiges und so, ja. Soll er was recherchieren oder recherchieren lassen? Es kommt ja mit nichts raus. Glauben Sie, dass er einen anderen Kurs eingeschlagen hat beim Spiegel? Dass heute anders darüber berichtet wurde oder in den Folgejahren? Meinen Sie generell einen anderen Kurs? Ja, ja. Generell im Spiegel? Mhm. Ja, das ist keine Frage. Aber in dieser speziellen Frage kann ich es nicht sehen. Es sei denn, er hat was in der Schublade, kommt damit raus und dann immer zu. Die Frage erübrigt sich eigentlich, würden Sie heute noch mal so vorgehen wie damals? Selbstverständlich. Welche Lehren ziehen Sie aus der Affäre? Sehr vorsichtig zu sein, sehr ordentlich zu recherchieren, akribisch die Dinge zusammenzutragen. Ich weiß, wovon ich rede. Denn es ist in seiner Zeit natürlich, ich bin selbstkritisch genug, der Kamm auch geschwollen, das war eine tolle Sache. Und er ist uns so geschwollen, dass ich, Böhme, persönlich den Fehler gemacht habe im Fall des österreichischen Bundespräsidenten Waldheim. Und ich hatte ihm angehängt, verwickelt zu sein in Verbrechen auf dem Balkan als deutscher Wehrmachtsoffizier. Habe ich mein eigenes Credo vergessen. Das heißt, der Fall Barschel hat auch Ihr Leben, Ihr berufliches Leben verändert? Natürlich, ja. Wer da mal durchgegangen ist, wer mal erlebt hat, wie dir einer vor der Nase mit Eiden herumflankiert, ja. Ich weiß, dass zu der Zeit ich eine große Hilfe gehabt habe. Ungefragt hat mich, ich werde den Namen nie nennen und auch seinen Rang nicht, ein deutscher Richter im Range eines Bundesrichters angerufen und hat gesagt, ich habe Erfahrungen im Strafprozess, lassen Sie sich nicht beirren, der lügt. Und da habe ich gesagt, Dankeschön, das hat mir sehr geholfen.